kein Dieb. Jeder weiß, dass ihr Karawanen angreift. Der Geist und der Dämonen, Sensei. Sensei Ishikawa? Das ist eine Lüge. Ich hab euch selbst gehört. Uns gehört? Wann? Nicht lange her. Ihr seid die Straße hoch wie hungrige Wölfe. Sensei Ishikawa und mir ein Überfall vorgeworfen. Ich muss nach Norden, den Verantwortlichen finden. Sensei! Zeit, dass ihr kommt. Gern geschehen, Sensei. Ihr seid der Geist. Was ist hier passiert? Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit. Die Leute sagen, ihr stehlt Vorräte. Oder kämpft für die Mongolen. Ruht euch aus. Ich bespreche das mit Fürst Sakai. Tomoe steckt dahinter. Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät. Rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle und verfolgen die Spuren von Tomois Gruppe. Das ergibt Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht euch aus. Esst, was ich euch gab. Und wartet ein wenig, bevor ihr aufbrecht. Danke, Sensei. Zeigt mir den Ort des Überfalls. Wie habt ihr mich gefunden? Jemand hörte, dass ein Konvoi verfolgt wird. Wegen Tomoe werden die Straßen gemieden. Als ich hörte, dass ein Händler eine Lieferung wagt, bin ich ihm gefolgt. Warum greift Tomoe Lieferungen der Präfektur Kushi an? Das hat keinen strategischen Wert. Nein, der Kushidera-Tempel inspiriert die Menschen. Vielleicht wollen die Mongolen die Moral hier brechen. Ihr klingt nicht überzeugt. Es ist einer der Gründe. Nicht alle. Tomoe hat alles verraten, was ich sie lehrte. Anschließend mich. Und danach ihr Land. Ich werde sie bis zum Horizont verfolgen. Da ist der Konvoi. Und noch mehr Opfer Tomoes. Mal sehen, was wir herausfinden. Sie sind die Straße entlang. Und wir finden sie. Alle sind tot. Japanische und mongolische Pfeile? Natürlich. Es ist eine Warnung an die Einwohner Kushis. Von Tomoe. Von Fürst Sakai und Sensei Ishikawa.
Niemand darf auf diesen Straßen reisen. Sonst droht der Tod. Plump, aber effektiv. Tomoe und ihre Männer werden nie wieder jemanden in dieser Präfektur überfallen. Komm. Hör. Schnell! Steigt hier ab! Schnell! Keine Zeit zum Auskundschaften! Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Bald seid ihr frei. Oh nein. Nein, bitte. Nein. Wir wollen helfen. Sie sagte... Tomoe, was sagte sie? Sie sagte, ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Nein! Da oben! Tomoe hat uns eine Falle gestellt und wir sind hineingetappt. Ich sprach mit ihr vor 2 Tagen. Tomoe? Der Gefangenen. Sie erzählte von einer Japanerin, die bei den Mongolen war. Ich bat sie, ihr Lager ausfindig zu machen und mir zu berichten. Was habt ihr? Es hätte auch anders laufen können. Wir könnten jetzt vor Tomoes Leichnam stehen. Ihr erklärt, was einen Krieger ausmacht, wie Tomoe das unterläuft. Doch ihr seid genau wie sie. Ihr erwartet, dass wir perfekt sind. Euer Onkel, ich, Masako Adachi. Doch nur ein Kind erwartet Perfektion von Älteren. Vollendet den Gedanken, Sensei. Wir alle tragen Waffen. Wir alle wählen zwischen Leben und Tod. Und ihr fühlt euch zu wohl mit dieser Macht. Würde ich das nicht, wäre ich tot. Ebenso wie ihr, Geist. Nicht jeder ist ein Samurai. Doch wir sind alle Mörder. Wir müssen uns noch um ein Lager in Otsuna kümmern.
schnell bin und präzise, drei zugleich töte, habe ich eine Chance. Seid ihr Fürst Sakai? Das bin ich. Sensei Ishikawa wartet drinnen auf euch. Und Ran war es, die ihr Lager gesehen hat? So ist es, Sensei. Sakai. Sensei Ishikawa, ist all das Tomoes Werk? Sie und ihre Mongolen waren fleißig. Eine Frau namens Ran weiß, wo wir sie finden. Führt mich hin. Ist. Sie ist beim Sammeln im Wald darauf gestoßen. Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Alle ihre Begleiter wurden getötet. Seid ihr Ran? Ja, meine Herren. Die Mongolen, die euch das antaten. Ihre Anführerin war eine von uns? Tomoe, dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Sie war früher
mit einer Gruppe Diebe unterwegs, die hier lebten. Das ist unmöglich. Tomoe stammt aus der Präfektur Umugi. Sie fand ihren Weg hierher. Ihr Bogen versetzte Otsuna jahrelang in Schrecken. Man sagte, dass sie mit verbundenen Augen einen Falken vom Himmel schießen konnte. Das Lager, das ihr fandet, wo ist es? Im Wald, südwestlich von hier. Zwischen dem Fluss und der westlichen Küste. Verflucht, alles, was ich sie lehrte. Alle meine Geheimnisse. Reine Verschwendung. Alter Narr. Warum hat sie mich belogen? Tomoe hat euch davon nie erzählt. Vor unserem Streit bot ich ihr an, sie als Tochter anzunehmen, Samurai zu werden. Eine große Schicksalswende für jemanden wie sie. Ich nahm es wieder zurück. Weil sie eine Auftragsmörderin ist. Weil ihr Sensei versagt hat. Sie verfiel wieder ihrem alten Leben. Solch eine Chance zu vertun ist eine Sache. Doch gegen sein eigenes Volk. Das ist mir bewusst, Sakai. Wirklich? Kann ich bei dem, was zu tun ist, auf euch zählen? Wir müssen das Lager finden. Wir müssen Tomoe aufhalten, bevor sie weiter mordet. Hier, hier! Das Gute ist, dass Tomoe sich an einen bekannten Ort zurückzog. Sie ist verzweifelt. Sie hat das Mongolenreich auf ihrer Seite. Je mehr wir ihre Pläne vereiteln, desto wahrscheinlicher wendet der Khan sich von ihr ab. Das könnten wir für uns nutzen. Einen Keil zwischen sie treiben. Und wenn Tomoe sich dann von den Mongolen abwenden würde? Wenn sie bereit wäre, gegen die Mongolen zu kämpfen, würde uns das nutzen. Aber nur so lange, bis sie euch einen Pfeil in den Rücken schießt. Die Frau meinte, Tomoe hätte die Leute terrorisiert. Das muss Jahre her sein, als Tomoe sehr jung war. Als Jugendliche und sich unter Banditen behauptet. Was selbst für jemanden viel Älteren schwierig ist. Und ihr habt nie etwas geahnt? Als sie bei mir anfing, versteckte sie eine kleine Klinge im Ärmel. Und sie hortete heimlich Essen. Aber ihr habt darüber hinweggesehen. Da war noch mehr. Ich wollte sie so sehr zu meiner Erbin machen, dass ich die Augen vor der Wahrheit verschloss. Das Lager kann nicht weit sein. Perfektes Gelände für lauernde Schützen. Haltet die Augen offen. Steigt ihr ab. Bleibt unten und findet einen guten Ausblick aufs Lager. Hier oben. Anblick. Was seht ihr denn? Japanische Pfeile. Natürlich. Leichen als Übungsziele für Schützen. Tomoes Markenzeichen. Zerstört dieses Lager. Haltet die Augen nach Tomoe offen. Bereit, wenn ihr seid, Sensei. Ich bleibe versteckt, bis ihr angreift. Oi,
Sie war vor kurzem hier. Seht euch um. Sensei, hierher. Vielleicht Tomoe. Der Sensei und der Geist. Ich bin euch beide langsam leid. Eure Schützen sind tot. Das war's. Hinterhalt! Folgt Tomoe! Ich halte diese Narren auf! Tomoe, das endet nur auf eine Art! Nirgends hin, Tomoe! Strengt euch mehr an, Fürster Kai! Wo will sie hin? Tomoe! Ihr seid also Fürster Kai. Senseis neues Maskottchen. Und ihr seid eine begnadete Schützin, die ihre Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Hat er euch das erzählt? Tomoe, wieso reden wir? Damit ich euch warnen kann. Seid auf der Hut. Mein Sensei wollte mich töten. Euch wird es auch so ergehen. Danke für die Warnung. Aber ich will das hier beenden. Es ist schon zu Ende. Ich habe nichts. Niemanden. Weg mit dem Bogen, Tomoe. Ist sie wahnsinnig? Keine Spur von ihr. Ich sag es, Sensei Ishikawa.
glühend im Dunkel. Ein wandernder Geist suchet. Klare Visionen. Sakai, was ist passiert? Tomoe hätte mich töten können, aber hat es nicht. Sie ist euch entkommen. Sie sprang von einer Klippe. Ich sah sie. Ihr saht, was ihr sehen solltet. Sie klang verzweifelt. Ist sie. Nur wegen uns. Warum denkt sie, ihr werdet mich verraten? Tut sie nicht. Sie will nur einen Keil zwischen uns treiben. Und es funktioniert. Nein, tut es nicht. Gut. Nächstes Mal, wenn ihr fragt, ob ich tun kann, was nötig ist, fragt euch erst selbst. Tomoe ist noch nicht fertig. Sie geht wohl nach Norden, um sich mit den Mongolen gutzustellen. Wir finden sie.
Onkel wirkt so viel älter. Vielleicht ließ ihn der Krieg altern. Oder ich habe es nie bemerkt. Jim. Yuna.